war schon immer ein gutes Ergebnis, das die BLKB 2011 präsentiert, aber gleich USA, Drohungen, Banken in einem ganz komischen Umfeld. Können Sie noch gut schlafen als Bankpräsidentin? Ja, ich schlafe noch sehr gut zur Nacht, aber am Tag sind wir hellwach, weil wir sind sehr gut positioniert zwar und unser wichtigstes Gut ist eigentlich das Kundenvertrauen und das müssen wir uns einfach täglich neu verdienen. Kundenvertrauen, Sie haben es angesprochen, kann man heute einer Bank überhaupt noch vertrauen oder ist die Basel-Landschaftliche Kantonalbank einfach ein klein wenig anders wie die anderen Banken? Wir haben ein sehr einfaches Prinzip. Wir gehen davon aus, dass wir nur Geschäfte machen, die wir wirklich verstehen. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, gerade in Bezug auf die USA. Wir haben wenige Kundinnen und Kunden dort und sind vor allem Baselbieterinnen und Baselbieter. Und leider müssen wir diesen Kunden jetzt die Beziehung aufhören, weil die Kunden, die dort leben, die unterstehen im amerikanischen Recht und dort davon verstehen wir zu wenig. Und darum müssen wir uns leider von diesen Kunden verabschieden. Aber nochmal die Nachfrage, was macht denn die Basel-Landschaftliche Kantonalbank so speziell? Unser Modell ist das klassische Bankgeschäft. Das heisst, wir verwalten Gelder von der einen Seite der Kundinnen und Kunden und auf der anderen Seite unterstützen wir die regionale Wirtschaft mit Kredit, mit auch faire Konditionen zu Hypothekarkredit. Und somit ist es ein Modell, das absolut berechenbar ist. Und gerade aus diesem Grund hat uns auch die Ratingagentur Standard & Poor's schon zum 11. Mal in Folge das AAA. Und ich denke, das ist ein hervorragendes Resultat und das ist so sehr besonders.